zweimal der gleiche technische Fehler, zweimal umdrehen, zurück zum Startflughafen fliegen, zweimal einige Tonnen Treibstoff dafür ablassen und am Ende steht eine abgebrochene Reise der deutschen Außenministerin und kein gutes Bild für die Flugbereitschaft. Grund genug, um mal darüber zu sprechen, was genau hier passiert ist und was das für die Flugzeuge mit der Deutschlandflagge drauf bedeutet. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die meisten von euch haben es sicherlich mitbekommen. Wie sollte es auch anders sein, wenn der halbe Flieger voll mit Presse ist? Vergangenen Sonntag flog die deutsche Außenministerin im Airbus A340-300 der Flugbereitschaft zusammen mit ihrer Delegation und der Presse erst einmal in etwas über 6 Stunden von Berlin nach Abu Dhabi. Von da aus sollte es dann noch in der Nacht nach einem Tankstopp weitergehen nach Canberra, also gut 13 Stunden Flug bis nach Australien. Kurz nach 3:30 Ortszeit startete das Flugzeug dann mit einem Gewicht von knapp 271 Tonnen und damit quasi direkt mit dem maximalen Abfluggewicht des A340-300, also die Tragflächen voll mit 110 Tonnen Treibstoff. Die Maschine hebt mit um den dicken Daumen 300 km pro Stunde ab, steigt dann erst einmal steil in die Luft, so steil, wie das mit einem vollbeladenen A340 möglich ist, und nur ein paar hundert Meter über dem Boden wird die Nase des Flugzeuges dann etwas abgesenkt und das Flugzeug beschleunigt. Wenn das passiert, dann fährt die Cockpit-Besatzung Stück für Stück die Auftriebshilfen an der Vorder- und Rückseite der Tragfläche ein. Diese Landeklappen vergrößern in langsamen Flugphasen die Fläche und die Wölbung der Tragfläche und sorgen so dafür, dass das ja eigentlich für Reisegeschwindigkeiten knapp unterhalb der Schallgeschwindigkeit designte Flügelprofil auch bei langsamen Fluggeschwindigkeiten ausreichend Auftrieb erzeugt und damit das Flugzeug sicher in der Luft hält. Wo Auftrieb erzeugt wird, entsteht aber auch immer etwas Widerstand und so geben die ausgefahrenen Klappen dem Flugzeug zwar die Möglichkeit, langsam zu fliegen, erzeugen dabei aber eben auch viel Widerstand. Deswegen wird das Flugzeug bereits kurz nach dem Abheben weiter beschleunigt, um diese Klappen dann schnellstmöglich einzufahren und diesen zusätzlichen Widerstand loswerden zu können. Und deswegen dauert es auch nur knapp 3 Minuten, bis die Piloten im Cockpit feststellen mussten, die Klappen fahren nicht ein. Was jetzt ganz tief im Detail der Grund dafür ist, warum die Klappen zu diesem Zeitpunkt nicht eingefahren sind, obwohl die Piloten das im Cockpit angefordert haben, das wissen wir offiziell nicht. Es heißt zwar, dass ein Sensor getauscht wurde und damit der Fehler behoben ist. Jetzt fragt sich der eine oder andere eventuell, wie kann ein kleiner Sensor für so viel Drama sorgen, aber das klärt sich wahrscheinlich gleich. So viel aber schon mal vorweg, die Maschine befindet sich bereits wieder in Deutschland und ist auch ganz normal von Abu Dhabi zurück nach Deutschland geflogen, das heißt mit eingefahrenen Klappen. Die Maschine wurde also vor Ort in Abu Dhabi repariert. Aber zurück zum Abflug am Montag. Die Piloten wollten die Klappen einfahren, die Klappen ließen sich nicht einfahren und damit dürfte der Cockpitbesatzung innerhalb kürzester Zeit klar gewesen sein, so können wir nicht weiterfliegen. Das wichtige Stichwort heißt hier Wingtip Brakes. Dazu der technische Hintergrund. Eine abnormale Slats-Flaps-Konfiguration, also eine Situation, in der sich die Landeklappen an der Vorder- und Rückseite der Tragfläche während des Fluges nicht in der Position befinden, die die Cockpit-Crew über den entsprechenden Hebel im Cockpit angefordert hat, kann eigentlich nur 3 komplexe Gründe haben. Einen doppelten Computerausfall, einen doppelten Hydraulikfehler oder aktivierte Wingtip Brakes. Letztere hängen wiederum an Computern, die ihre Daten von mehreren Sensoren bekommen und die haben keine geringere Aufgabe, als das Flugzeug vor einem massiven Steuerungsproblem zu beschützen. Die aktivieren sich nämlich nur dann, sobald sich die Klappen ungewollt oder asymmetrisch bewegen. Denn schaut man sich die Klappen mal an, dann merkt man schnell, die sind riesig. Die sind viel größer als die Steuerflächen zur Kontrolle der Maschine um die Längsachse, also die Steuerflächen, die man auslenken muss, damit das Flugzeug nach links und rechts kippt und dann eine Kurve fliegt. Wollen die Piloten die Klappen nun nach dem Start einfahren und aus welchem Grund auch immer fahren sie nur einseitig ein und die Piloten erkennen das nicht schnell genug, dann wird das Flugzeug innerhalb kürzester Zeit eine Drehung um die Längsachse beginnen, die durch einfaches Gegensteuern nicht aufgefangen werden könnte. Mit anderen Worten, die Maschine könnte aufgrund eines solchen Klappenfehlers einfach abstürzen. Und damit das nicht passiert, ist das System so designt, dass die Klappen bei drohender Asymmetrie sofort durch die sogenannten Wingtip Brakes in ihrer aktuellen Position gesperrt werden. In diesem Fall bleiben sie also in der Klappenstellung, die für den Start verwendet wurde, mehr oder weniger einfach hängen. Das System garantiert so, dass das Flugzeug in einem flugfähigen Zustand bleibt. Flugfähig ja, aber eben nicht geeignet für einen Flug bis nach Australien. Denn nicht nur ist die Reiseflughöhe durch die ausgefahrenen Klappen jetzt begrenzt, sondern es kann auch nicht mal annähernd die Geschwindigkeit, die Reisegeschwindigkeit des Flugzeuges erreicht werden, denn durch die ausgefahrenen Klappen ist dieses Tragflächenprofil jetzt ja auf Langsamflug optimiert. Der zusätzliche Widerstand durch die ausgefahrenen Klappen sorgt außerdem für einen massiven Mehrverbrauch und damit würde es das Flugzeug nicht mal annähernd bis nach Australien schaffen und es ist auch völlig ausgeschlossen, in einem solchen technischen Zustand Stück für Stück nach Australien zu fliegen. Und das hat der Kapitän des Flugzeuges seinen Passagieren auch erklärt. Die
Ich glaube, es ist auch gut verständlich, dass diese Wingtip-Brakes eine wirklich wichtige Funktion haben und dass die greifen in einem solchen Fall, das ist entscheidend für die Sicherheit des Flugzeuges. Aber diese Wingtip-Brakes lassen sich aufgrund des komplexen technischen Fehlers, der eventuell dahinter hängt, auch nicht einfach während des Fluges von der Cockpit-Crew zurücksetzen. Das heißt, man kann diese Situation in der Luft nicht wirklich auflösen. Es handelt sich jetzt also um einen zeitunkritischen, ungefährlichen, aber wirklich ernstzunehmenden Fehler, für den die Cockpit-Besatzung jetzt die beste Lösung zu suchen hat. Und die hieß in dem Fall, es geht zurück nach Abu Dhabi, nach einem kleinen Zwischenschritt. Denn ein A340-300 darf zwar mit 271 Tonnen starten, das maximale Landegewicht liegt jedoch bei 192 Tonnen. Das ist ein ganz normaler Unterschied bei einem Langstreckenflugzeug wie dem A340, der dadurch zustande kommt, dass die Belastungen auf Rumpf und Fahrwerk bei der Landung deutlich größer sind als beim Start. Knapp 80 Tonnen leichter wird das Flugzeug, indem man Treibstoff verbrennt oder ihn halt ablässt. Dafür hat der A340 links und rechts so Ventile, durch die der Kraftstoff fein zerstäubt, dann abgelassen wird, bis das Landegewicht erreicht ist. Und das ist übrigens nicht nur durch diesen Wert begrenzt, sondern auch durch den Bremsweg, den das Flugzeug auf der Landebahn in Abu Dhabi braucht. Schließlich muss die Maschine ja durch die gesperrten Klappen in Startposition jetzt mit dieser Position auch landen und dafür etwas schneller anfliegen, als das eigentlich mit den Klappen in größtmöglicher Landeposition der Fall gewesen wäre. 2 Stunden später sicher am Boden wieder angekommen, die Sonne war mittlerweile aufgegangen, alle ins Hotel, während Techniker sich um die Maschine kümmern, heißt die Wingtip-Brakes zurücksetzen und versuchen das Problem zu lösen. Das wurde gemacht und dann wurde sogar ein sogenannter Maintenance-Check-Flight durchgeführt, also ein kurzer technischer Überprüfungsflug und da hat auch tatsächlich alles wohl ganz normal funktioniert. Also alles wieder auf Anfang. Ein neuer Versuch, in der Nacht von Montag auf Dienstag ging es wieder los, doch nach dem Abheben der gleiche Fehler mit den gleichen Konsequenzen, wieder Kreise fliegen, wieder Treibstoff ablassen, wieder in Abu Dhabi landen. Ärgerlich, weil damit jetzt tatsächlich niemand rechnen konnte, schließlich geht man nach einem technischen Überprüfungsflug davon aus, dass das Flugzeug dann auch wieder mit Passagieren vernünftig auf die Strecke gehen kann. Das heißt, der Fehler muss irgendwo etwas tiefer liegen oder es kann zwar sein, dass wirklich nur ein kleiner Sensor dafür verantwortlich ist, der aber aufgrund des dann vollbeladenen Flugzeuges mit vollgetankten Tragflächen und so weiter doch eben Werte außerhalb der Toleranz liefert und deswegen die Wingtip-Brakes wieder aktiviert werden. Da Linienflüge ans andere Ende der Welt wohl aus logistischen Gründen keine Alternative waren, war die Reise der Außenministerin damit tatsächlich hinüber. Und es ging per Linienflug zurück nach Deutschland, während der eigene Airbus jetzt erstmal in Abu Dhabi blieb. Und da fragt man sich schon, wie kann das eigentlich alles sein? Also rein statistisch ist es tatsächlich ganz ähnlich wie beim Auto. Ein älteres Auto, ein älteres Flugzeug braucht mehr Wartungsaufwand als ein neues Flugzeug. Und dieser Airbus ist eben schon über 24 Jahre alt, war zuvor bei Lufthansa im Passagierdienst unterwegs und fliegt jetzt eben für die Flugbereitschaft. Fehler, die dann auftreten, sind zwar nicht gefährlich, darüber sagt das Alter eines gut gewarteten Flugzeuges tatsächlich nichts aus, die Fehler sind aber nervig, weil sie die Maschine unzuverlässig machen. Und ja, auch eine Lufthansa fliegt ja auch noch heute eine ganze Menge A340-300, die sicherlich nicht schlechter gewartet werden als die der Flugbereitschaft, aber auch die Maschinen der Lufthansa haben hin und wieder mal nervige Fehler. Auch Fehler, die zur Rückkehr zum Startflughafen nach vorherigem Ablassen von Treibstoff führen. Über die gesamte Flotte der Lufthansa, also nicht nur die A340, sondern alle Flugzeuge der Lufthansa, die überhaupt die Möglichkeit haben, Treibstoff abzulassen, war das über das ganze Jahr 2022 ganze 28 Mal der Fall. Die Hälfte davon aus technischen Gründen. Im Gegensatz zur Flugbereitschaft ist Lufthansa aber eine große Airline, die, wie viele andere Airlines auch, Stabilität im Flugplan und Zuverlässigkeit vor allem darüber erzeugt, dass sie Ersatzflugzeuge und Ersatzcrews vorhalten, auch für große Langstreckenmaschinen. Was die Flugbereitschaft also braucht, zumindest einfach ausgedrückt, ist nicht das brandneueste Flugzeug. Das würde vielleicht ein paar Probleme lösen, aber nicht annähernd alle Probleme lösen und auch nicht die Zuverlässigkeit auf nahezu 100% heben. Die Flugbereitschaft braucht vor allem eine vernünftige Backup-Lösung. Redundanz macht ein System sicher und zuverlässig. Das ist in der Luftfahrt so gut erkennbar wie wahrscheinlich in fast keiner anderen Branche. Ein zweites Langstreckenflugzeug für eine solche Reise dauerhaft auf Standby zu haben, klingt vielleicht erstmal unnötig und ist Stand jetzt vielleicht auch noch nicht möglich, hätte dieser ganzen Truppe aber einige Strapazen erspart und die ach so wichtige Reise ziemlich sicher auch gerettet. Der A340-300, der wird jetzt übrigens ausgemustert und soll nicht mehr eingeplant werden. Naja, hoffen wir, dass in Zukunft dann alle sicher und zuverlässig an ihr Ziel kommen. Schauen wir mal, was wird. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.